jetzt hat, wenn man hier mal sieht, jetzt zieht sie da ein bisschen hoch und man kann hier jetzt mit dieser neuen Funktion, also das ist, quasi seine Aktie mit einem Klick gegen Indizes vergleichen. Deswegen habe ich dieses Video eigentlich gemacht, ja. Yo, hallo Leute. Ich bin gerade richtig genervt, weil meine doofe Kamera nicht funktioniert. Und zwar die Kamera für, wo man eben Bildschirmaufnahmen machen kann und gleichzeitig sich selbst. Deswegen mache ich das jetzt einfach so und schneide es dann später zusammen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich wollte einfach nur ganz kurz, ich bin auch etwas gestresst insgesamt arbeitsmäßig. Ich wollte nur ganz kurz noch was bezüglich, weil ich ja immer wieder Videos gemacht habe bezüglich meinem Portfolio und hier auch zum Beispiel die Royal Dutch, möchte ich hier mal ganz kurz zeigen, was man jetzt seit kurzem hier bei meinem Broker oder einem meiner Broker, ich habe ja ein paar mehr, neu machen kann. Die haben das da neu eingebaut und das finde ich ganz interessant. Und hier einfach mal als Beispiel diese Royal Dutch Shell da oder eine von diesen Royal Dutch Shells, da wo ich auch relativ viel drinnen bin. Und ich will da jetzt keine näheren Details geben und so weiter, auf jeden Fall nur ganz kurz. Hier ist sozusagen der Kursverlauf. Jetzt gehen wir mal auf 5 Jahre. Und das ist also eher so eine, so eine Seitwärts Aktie, ja, so ein Ölaktie. Und gehen wir mal zurück auf 3 Jahre, da sieht man das auch ganz gut. Und dann gehen wir nochmal auf 5 Jahre. Warum lädt das jetzt ewig hier? Okay. Also, soweit ist es eigentlich überhaupt nicht spektakulär, ja. Diese Aktie. Aber sie hat halt über 6% Dividende. Und deswegen habe ich die. Und so, ja, so hat man halt Sparplanaktie. Und jetzt hat, wenn man hier mal sieht, jetzt zieht sie da ein bisschen hoch und man kann hier jetzt mit dieser neuen Funktion, also das ist quasi seine Aktie mit einem Klick gegen Indizes vergleichen. Deswegen habe ich dieses Video eigentlich gemacht, ja. Wenn man hier zum Beispiel den S&P 500, ja, dann sieht man hier super, dass diese Aktie hier in den letzten paar Jahren den S&P 500 ist, das schwarzeste S&P 500. Und das Blaue hier, das ist die Aktie, ja. Und outperformt sozusagen hier, oder? Ja. Und hier zum Beispiel, und hier ist es immer sozusagen gleich mit runtergegangen, ja. Und hier ist eben so, dass hier so ein bisschen das so sich aufspaltet. Und warum ich jetzt da nochmal mehr reingegangen bin. Man sieht jetzt hier, dass es sich so aufspaltet. Ja? Also es ist eigentlich immer so gleichbleibend gegangen. Also auch in den letzten 5 Jahren kann man das hier so sehen. Ja? Vom Trend her immer so einigermaßen gleich. Ja? Aber jetzt mal ein bisschen kurzfristiger. Hier sieht man das so aufspaltet. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen meiner Meinung nach hier, dass das jetzt letztendlich die Aktie, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich es total komplett vergessen. Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es hier die neue Funktion. Man kann es dann gegen den DAX zum Beispiel, könnte man dieses laufen lassen. Ja, der DAX ist natürlich wesentlich schlechter wie die Aktie. Ja. S&P 500 ist ja relativ gut gegangen. Und was gibt es, was kann noch gegen laufen müssen? Wenn denn UK ist natürlich auch wesentlich schlechter gelaufen als wie diese Aktie. Ne? Und also wenn man jetzt mal sagt, oh, ich kaufe ein ETF auf die UK oder ein ETF auf den DAX oder so ein Käse, ne? Also würde ich nie empfehlen.
Und die Aktie kriegst halt auch noch und Dividende auch noch dazu. Ja, gut, das wollte ich einfach nur diese Funktion mal kurz zeigen, ne? Anhand dieser Aktie hier. Das war's eigentlich schon. Bis dann. Ciao.